Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und diesmal habe ich sogar beinahe einen Plan, ups, was wir machen. Und zwar, wie ihr eventuell oben an dem Kontostand sehen könnt. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen verdeckt durch die Facecam. Oder auch nicht, keine Ahnung. Wir haben über 500.000 auf der Bank. Wir haben Cash in der Tash, weil ich nämlich gestern Abend, bla, ein bisschen gespielt habe. Und ja, und zwar mit ein paar Freunden zusammen. Und da haben wir dann ein bisschen die Heist-Mission gemacht. Und dadurch habe ich ganz schön ordentlich Cash auf der Tash hier auch. Oh mein Gott, das ist das erste Mal. Oh mein Gott. Wow, das ist das erste Mal, dass sie dran gehen. Das ist... Mors Mutal. Und wo ist dieses beschissene Depot? Das ist das erste Mal, dass es funktioniert hat, dass ich mein Auto wieder bekomme. Das ist echt fantastisch. Jetzt müsste ich nur ganz persönliches Fahrzeug. Finden wir wo? Finden wir da. Wo sind wir? Irgendwo anders. Egal, klauen wir uns erst mein Auto. Wir sind ja schließlich voll die G's. Aber wir sollten eventuell mal die Waffe wegtun. Hallo, komischer Typ. Ich hätte nämlich voll den Ultra... Hey, ich wollte dich anhalten. Lass die Ampel rot werden. Ja, nice. Ich habe mich eben auch schon so richtig schön auf die Gangsterstimmung hier eingestellt. Habe fett, Alter, du bist aber fett. Das ist mir egal. Halt den Rand. Nein, zu laut. Boah, das ist ja grauenhaft, dass es wieder so laut war. Ich habe das extra leiser gestellt eben. Weil, ne, hier Copyright und so, ihr wisst schon. Ich habe mich eben schon richtig schön auf diese Aufnahme eingestellt. Ich habe eben richtig fett Ludacris gehört und Tupac, Dr. Dre und Eminem. Deswegen bin ich jetzt der übelste G. Und jetzt rocken wir das Ganze auch mal. Alter, sag jetzt nicht, hier läuft Rihanna im Hintergrund. Das ist ja widerlich. Wir haben nämlich jetzt mittlerweile mal so viel Geld ausnahmsweise. Und stopp. Dass wir uns erstmal ein fettes Apartment kaufen werden, nachdem wir jetzt unsere fette Karre genommen haben. Ich glaube, die können wir jetzt auch mittlerweile tunen. Weil da wurde irgendwas Krasses freigeschaltet. Oh mein Gott, ich liebe dieses Hintergrund, das Lied, was da im Hintergrund läuft. Es gibt nichts Schöneres, als dieses Lied da laufen zu haben und dann irgendwie, komm, wir rauben mal irgendwas aus. Und dann so krasse Musik. Okay, gucken wir mal auf die Map. Ich hätte nämlich eigentlich... Ah, nee, das sind Spielers. Die wollte ich gar nicht. Ich bin mir gerade noch nicht ganz im Klaren darüber, wie wir uns hier ein fettes Apartment kaufen. Weil, wenn ich jetzt wüsste, wo ich sehe, was für ein Level ich bin, ne? Dann würde da stehen, dass ich mittlerweile Level 12 bin, wenn ich mich nicht irre. Aber wir können ja mal gucken... Ups, da drauf gucken. Der hat uns nämlich was geschickt. Schnapp dir diese Fahrzeuge über Bumsdings, bla bla bla. Okay, ist in Ordnung. Alter, ich hab keine Ahnung, wo ich die finde, aber ist in Ordnung, Junge. Ist in Ordnung. Was sagt die Map dazu? Die Map sagt quasi gar nichts dazu. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Mann, jetzt wollte ich eigentlich total geil mit euch shoppen gehen und jetzt wird da voll nichts draus. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Hier oben ist auch nicht zum Shoppen. Und hier ist auch nicht zum Shoppen. Ich bin echt gerade ein bisschen traurig. Da ist eine kleine Fahne, die will ich sehen. Genau die. Oh, das ist ein anderer Typ. Sehr enttäuschend. Wir könnten auch ins Stripclub gehen. Ob wir uns tätowieren lassen können. Gehen wir mal auf die Schnellansicht. Wir können auch zu Lester fahren. Fahren wir zu Lester. Der hat uns nämlich angerufen. Oh, fuck mal, ich glaube, wir können erst eventuell uns da so ein Bumsdings da kaufen, wenn wir bei Lester waren. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist eigentlich ein sehr faszinierender Gedanke. Nein, da wollte ich gar nicht. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ah, Gott, ihr wisst, wie das ist. Da will man einfach nur mal kurz sein Handy rausholen, um ganz fresh die Zeit zu checken.
Und dann fährt man einfach in eine falsche Straßending ins Bogen rein. Das ist der Grund, warum man sein Mobiltelefon nicht beim Autofahren in der Hand haben sollte. Es ist schon, es hat schon seinen Grund, warum das verboten ist, Leute. Da muss man auch mal dran denken. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Dann versteht man solche Dinge auch. Und sag mir bitte, dass wir jetzt irgendwas Krasses starten können. Alter, ich will da nicht rum. Oh. Schade, ich dachte, wir bleiben auf der Straße. Dann halt nicht. Ist euch mal aufgefallen, dass man sich mit Polizeiautos, wenn man auf dem Rücken lag, nicht wieder umdrehen kann? Nein, mir gestern schon. Oh. Ich dachte gerade, wir müssen jetzt den übelsten Umweg fahren. Aber als ob ich mich an die Straßenverkehrsregeln halten würde. Ihr kennt das ja. Boah, das ist voll die schöne Gegend hier. Guckt euch mal das an. Überall Graffitis. Richtig krasse Graffitis. Alter, der hat einfach die krasseste Bude ever. Hier war ich. Ah, ja, ja, ja. Doch, ja, ja. Das sagt mir was. Das ist das falsche Haus, ich Idiot. Oh Gott, dieses Let's Play ist schon wieder eigentlich so peinlich. Das Haus ist kaputt, rennen kann er auch nicht. Woanders halten wir auch, wo es falsch ist. Jetzt kommt so eine krasse Kamera zu aus. Da, da. Da kommt es. Zum Einsatz, nicht zum Aussatz. Oh mein Gott. Allgemeine Verwirrung und so. Welcome to Paradise. Your idea of Paradise is a place where a sick, creepy voyeur can spy on anyone in the country with total impunity. Actually, I guess that kind of is the American dream, huh? Anyhow, I digress. You have made a big name for yourself. And that name is Dangerous Idiot, who's just waiting to get robbed. Do yourself a favor and put some of that not-so-hard-earned money into real estate. And you can be a real player, just like me. Was für ein Player. Jesus, as I say that, I realize how depressing and pathetic I've become. I'm a mess, you know. Take pity on me. End it now. Kill me. Ah! And I thought it was funny. No. Okay. Well, like I said, put some of that money into property. There are already people who want to rob you. Soon enough, there will be people who want to kill you. And if anybody gets particularly fresh, just give me a shout. I can put a bounty on them, and every whack job in the state will want to get them off your back for you. Of course, you never know. Maybe someone asked me to do it to you. Unser Typ sieht einfach schon so badass aus, ne? Da kommt das ganz gut, dass er nicht redet. Oh, bla 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 bla. Du kannst Apartments von Freunden betreten. Ja, da kannst du klingeln. Ja, das weiß ich selbst. Warum ist die Tür nicht mehr da? Ey, so schlimm sind wir nun auch wieder nicht gefahren hier. Haben wir jetzt irgendwas, wo wir was kaufen können? Oh, der sieht aber böse aus hier. Ganz böse sieht der aus, der Hero Brian. Das war gestern auch einfach zu faszinierend zum Thema Leute wollen dich umbringen und Kopfgeld und bla. Der hat mir doch echt ohne Witz der Skeleton-LP erstmal die Merryweather auf den Hals gehetzt, ja? Der hat erstmal ein paar Söldner nach mir geschickt. Und das, obwohl ich gerade so richtig schön beim Flughafen war und so. Also da unten, nee, gar nicht. Da waren wir und da haben wir die übelste Randale geschoben. Aber richtig. Er hat doch gesagt, wir sollen uns jetzt das kaufen, ne? Wird uns das auf der Karte angezeigt oder nicht? Ich glaube nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wo ungefähr. Ich weiß ungefähr, wo das Ding ist, wo ich hin will. Nein, weiß ich nicht. Das ist irgendwo hier. Ich bin schon wieder planlos. Ich bin kurz davor, dass wir gleich erstmal eine Runde Tennis und so, ne? Können wir uns nicht auch Immobilien im Internet angucken? War da nicht mal irgendwas? Es ist total peinlich, wie ich hier schon wieder total verplant nichts kann. Das ist nämlich der Grund, warum ihr mit mir spielt. Ihr mögt mir als zeigen. Dienste, Mode, Unterhaltung. Finanzen und Dienste. Komm schon. Was ist mit Immobilien? Ja, Immobilien. Verfügbare Immobilienanzeigen. Haha. Hätte gerne ein Luxus-Apartment.
Welches ist denn das, was ich unbedingt wollte? Ich wollte auch nicht das da oben. Da ist irgendwo so ein richtig nices. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo das war. Auf jeden Fall waren es nicht diese krassen Tower da. Dann können wir ja gern mal umziehen. Wenn ich jetzt wüsste, wie das Apartment aussah. Schöne Immobilien. Wie wäre es von niedrig bis hoch? Oh, das ist hübsch. Das müsst ihr zugeben. Das ist richtig hübsch. Obwohl, wenn wir hier mal... Ich will auf der Karte sein. Oh, die muss ich so bewegen. Oh. Nein. Das war jetzt keine Absicht. Nein. Nein. Das ist schon wieder alles so hässlich. Ich weiß ja beinahe, was ich haben will. Beinahe. Aber ich weiß nicht, welches das ist. Das ist dreimal das gleiche. Glaube ich, oder so. Oh mein Gott. Ist es das? Nee. Doch, nee, doch, nee. Es könnte aber auch eins von denen hier sein. Wenn ich wüsste, ne, ohne Witz, wenn ich mal wüsste, wo das und so ist. Das ist die Innenstadt so. Jetzt habe ich alles ausgestellt. Innenstadt. Komm schon. Oh. La 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 la. Gut, ich bin im Allgemeinen verwirrt. Aha, aha. Ah, okay. Dann ist das hier West Los Santo. Ja, okay. Das ist Süd und das ist irgendwo anders. Das ist ranzig. Ich bin echt verwirrt. Nee, das ist alles hässlich. 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 Hässlich, 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 hässlich. Wie viel Geld haben wir? Ha! Cool. Was? Ja, dann können wir uns ja eigentlich eins der teuersten kaufen. Okay, das habe ich nämlich schon wieder vercheckt. Weil ich mir so dachte, wir haben so um die 200 oder so. Ich bin gerade die ganze Zeit beim Überlegen, ist das hier oder das hier? Apartment 10, Apartment sonst was. Nehmen wir das? Wollen wir da mal hinfahren? Ich glaube, da könnten wir eigentlich mal hinfahren. Ja, doch. Ich glaube, wir sollten zu dem mal hinfahren, wobei... Oder ist das das? Nein, es ist nicht. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, zu schalt die Fresse und entscheide ich endlich. Ja, dasselbe denke ich mir gerade auch. Oh, es kann doch das sein. Oder das? Alter, wenn ich wüsste, wer ihr das Apartment hieß, wo ich gestern drin war. Wir könnten uns natürlich auch das kaufen. Das ist das Teuerste, was wir kriegen können. Wollen wir das machen? Darüber muss ich jetzt erst nachdenken. Ungefähr, ja. Jetzt bin ich fertig mit Nachdenken. Nehmen wir doch einfach mal das. Anfahrt. Bitte, was? Ey, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Jetzt bin ich echt beinahe so ein bisschen enttäuscht. Jetzt haben wir uns hier so lange, ne? So lange... Haben wir geguckt, ne? Und so. Und jetzt so, nee, Junge. Ich bin enttäuscht. So lange haben wir geguckt und dann so, ja, da kannst du auch hinfahren, ne? Hätte mir das da nicht irgendwas mal vorher sowas sagen können, da hätte ich da jetzt nicht 5 Minuten mit verschwenden müssen. Das ist doch nicht fair. Warum passiert mir immer sowas? Ich habe das Gefühl, langsam wirklich dieses Mädchen-Gamer-Klischee zu erfüllen. Und das ist mir ein bisschen unangenehm und ein bisschen peinlich.
Das habe ich schon gestern gemerkt. Seitdem fühle ich mich irgendwie schlecht. Meine Mission ist irgendwie zerstört. Aber dazu mehr im FAQ-Video, das kommen wird. Weil da kam nämlich so eine nette Frage, warum ich keine Schminktutorials mache. Fette Jobs in der Pipeline. Yay. Ja, ne, ohne Witz. Ne, da wurde ich gefragt, warum mache ich keine Beauty-Tutorials, warum mache ich Gaming? Und da dachte ich mir so, boah, ich habe eigentlich so... Cool. So eigentlich wollte ich Klischees brechen und so ein Bums. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich werde langsam zum Klischee und das gefällt mir gar nicht. Sind wir jetzt Bonzen, wenn wir gleich das Teuerste nehmen? Hab da beinahe ein schlechtes Gewissen, so. Ach ja, nice. Die Häuser werden endlich auf der Karte angezeigt. Das sehe ich aber auch erst jetzt. Bumm. What up, Wussy? I saw you racing. Not bad, but it's time to move out of the blue chips into something more volatile. Up the risk, up the gain. You feel me? I'm talking parachuting. San Andreas is full of totally rad jump spots, so crank it up a notch. Ist in Ordnung. Danke, Dominator. Kann mir das Schild was sagen? Nein, kann es nicht. Wäre das dann hier mein Apartment-Bums? Das... Ach ja, geil, die Fahrzeuge werden endlich angezeigt. Springen wir doch einfach mal das an. Dieses Triple Luxus Apartment ist einzugfertig. Der Vorbesitzer war so reich, dass er sein ganzes Mobiliar einfach da gelassen hat. Bringen Sie nur sich selbst mit und machen Sie sich bereit für viele neue oberflächliche Freunde, wenn die Leute herausfinden, dass sie auf dem Eclipse Boulevard in Rockford Hills wohnen. Riesige, möblierte, dreistöckige, was? Zu einem derart niedrigen Preis? So ein Angebot muss man... Okay... Alter, da frage ich mich gerade, warum muss ich das riesige Ding hier nehmen? Ah. Man sieht... Okay, jetzt bin ich... Also, ich bin... Also, nee, also, nee. Also, ich... Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Oh, ist so eine Wohnung, ist so viel. Steht da drin dann auch eine Bon? Jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Steht in jeder Wohnung, in jedem Luxus-Apport eine Bon? Peace, dude. Weil ganz ehrlich, das müssen wir nämlich in dem Let's Play unbedingt noch ausprobieren, weil ich war nämlich da gestern, ne? Einem Kumpel innerdingens und da war sehr wohl eine Bong. Ein Rauchgerät, eine Raucheinheit. Ach, scheiß drauf, wir nehmen das jetzt. Ich hab die Schnauze voll. Wir sind jetzt sponsorigst. Es tut mir weh, aber ja. Tja, ich hab mir wohl jetzt den amerikanischen Traum wahrgemacht. Tja. Blöd hier laufen. Ui, unsere Garage ist ja richtig schick. Hallo Lester. Ist mir egal, ich muss erst in meine ziemlich krasse Garage. Ja. Hä? Oh, guck mal. Warum kann mein Dude sich nicht bewegen? Darf mein Dude sich jetzt endlich bewegen? The fuck? Was ist passiert?
Irgendwie denkt sich das Spiel gerade so, lol, nope. Das liegt alles nur daran, ne, dass wir jetzt ganze zwei Leute in meiner krassen Gang sind, ja? Oh. Alles funktioniert, nur mein Charakter funktioniert nicht. Hallo? Lebst du noch? Redest du noch mit mir? Findest du das lustig oder was? Oh, ich mag das Spiel jetzt nicht neu starten. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe das Gefühl, es fühlt sich an, als wäre er tot. Er kann nicht laufen, er kann seine Munition nicht auswählen und sein Handy kann er auch nicht benutzen. Das ist... Nee, das ist gar nicht gut. Aber in der Option kann ich UAU gehen. Ändert das irgendwas dran, wenn ich das mal so mache? Habe ich da jetzt krass was am Spiel geändert, dass mal was funktioniert? Nein, selbstverständlich nicht. Ja gut, ne? Dann erstmal Cheerio und dann kommt hier so ein kleiner Cut und dann geht's gleich weiter. Ich hoffe auch an dieser Stelle und ich hoffe, es ist alles gespeichert und so, ne? Ihr kennt das. Tschüss Kinder und bis gleich.